Dafür beginnen wir heute mit einem kleinen Panel über die Zukunft der Kritik. Und da möchte ich Ihnen nur kurz Miriam Schellbach vorstellen, weil sie wird dann die anderen Podiumsteilnehmer vorstellen. Die meisten von Ihnen kennen sie. Sie ist auch schon ein Teil vom Textland-Team, wenn ich so sagen darf. Wir haben schon viele Veranstaltungen hier in den letzten Jahren zusammen moderiert. Sie ist zurzeit oder sie hat die Programmleitung vom Klaassen Verlag inne. Und ja, wenn ich so sagen darf, aus dem Literaturgeschehen in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Schön, dass du heute hier bei uns bist und das Podium moderierst. Herzlich willkommen, Miriam, und das Podium. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Bevor ich meine Gäste vorstelle, würde ich gern ganz kurz was zur Konzeption vielleicht dieses Podiums sagen. Wir wissen alle, dass das Textland Literaturfestival vor dem 7. Oktober konzipiert wurde. Das hat Insa Wilke gestern auch schon mal gesagt. Mit dem 7. Oktober haben sich sehr viele Dinge verschoben und ich glaube auch Fragen neu gestellt. Wie politisch sprechen wir auf diesen Podien? Wir werden heute sprechen über die Literaturkritik als Tätigkeit, als Profession, über Maßstäbe. Und ich glaube, dass die sehr, sehr vermittelt auch immer etwas damit zu tun haben, wie positionieren wir uns oder wie sprechen wir in der Gesellschaft, wie urteilen wir. Ich zum Beispiel habe ein Buch, das ich immer aus dem Schrank hole, wenn ich nicht so richtig weiß, wie ich zu meinen Worten finde oder wie ich meine Texte schreiben soll. Und das ist ein Buch, das heißt, das Geheimfach ist offen und geschrieben hat das Ina Hartwig, die Sie vielleicht alle als Kulturdezernentin kennen, die aber lange, lange Jahre Literaturredakteurin war bei der Frankfurter Rundschau. Und dieses Buch sammelt, ihre ist eine Sammlung von den tollsten, schönsten Literaturkritiken, die sie in diesen vielen Jahren geschrieben hat. Und immer wenn ich nicht so richtig weiß, wie geht jetzt das Denken eigentlich gerade, dann schlage ich ein Essay auf von ihr. Oder eine Literaturkritik. Und unter anderem sagt sie da in diesem Vorwort zu diesem Band, eine Literaturkritik hätte die Aufgabe, wenn es eine gute Literaturkritik ist, literarische Texte in ihrem Gelingen oder Scheitern nachzuvollziehen und so darzustellen, dass im Glücksfall, auf den wir immer hoffen müssen, eine Einladung zum Mitdenken, zum Mitlesen ausgesprochen wird. Jetzt, das kann sie sich nicht verkneifen, zitiert sie natürlich noch Nietzsche. Gut lesen bedeutet in einem gewitzten Bild Friedrich Nietzsches langsam, tief, rück- und vorsichtig mit Hintergedanken, mit offengelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen. Was daraus folgt, so fragt Ina Hartwig frei nach Nietzsche, wer nicht durch die Tür tritt, ist selbst schuld. Wir treten vielleicht auch durch eine Tür heute. Bevor wir aber durch eine Tür treten, möchte ich ganz kurz meine Gäste vorstellen, auch wenn Sie natürlich alle Insa Wilke, Mariam Arras und Klaus Kasberger kennen. Insa Wilke, ich beginne mit der linken Seite, schreibt Kritiken unter anderem für jedes Magazin, für jede Zeitung, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, gehört zum Team von Gutenbergs Welt im WDR und zum Lesenswert-Quartett im SWR. 2014 erhielt sie den Alfred-Kerr-Preis für besonders gute, kluge und schön geschriebene Literaturkritik. Und seit 2018 ist sie Jurorin des Ingeborg-Bachmann-Preises und aktuell, das wusste ich gar nicht, in der Jury der Villa Massimo. Nicht mehr. Ach, das ändert sich so schnell. Aber immer noch in der Jury des Leipziger Buchpreises. Mariam Arras hinter mir an der Wand schreibt Essays und Kritiken unter anderem für die Presse, die Berliner Zeitung, für den Deutschlandfunk Kultur. Und ist ebenso wie Insa Jurorin des Leipziger Buchpreises, sowie aktuell, das haben Sie vielleicht mitbekommen, des Peter-Weiß-Preises. Und Klaus Kasberger ist Professor für neue deutschsprachige Literatur und Gegenwartsliteratur, habe ich gesehen, mit so einem Slash ist das getrennt, an der Uni Graz, leitet das Grazer Literaturhaus und, wie macht er das alles nur, veröffentlicht Kritiken im Falter und auf Zeit Online 2023 erhielt er auch einen Preis für sehr gute Literaturkritik, nämlich den österreichischen Staatspreis. Jetzt können wir noch einmal alle unsere Gäste herzlich willkommen heißen mit einem Applaus. Ich würde gern, weil wann immer man über Literaturkritik spricht, mischen sich auch so
pessimistische Untertöne hinein. Die Ressourcen werden immer knapper, die Plätze in den Zeitschriften und Zeitungen werden knapper und so weiter. Ich würde gerne mit einem positiven Auftakt beginnen. Die Frage ist, wenn man über Literaturkritik eben auch spricht, was sagt eigentlich die Literaturkritik natürlich zur Gegenwartsliteratur? Vor einigen Jahren schrieb Klaus Kastberger dazu in einem Artikel auf Zeit Online, den ich sehr empfehle, aber dessen Titel ich jetzt nicht sagen kann, weil der nicht repräsentabel auf einer Bühne ist. Wie der ganze Klaus. Nee, ich... Okay, es gibt einen Livestream, das wird für alle Ewigkeiten festgehalten. Heißer Scheiß heißt der, aber... Ich glaube, Sie müssen das nochmal richtig sagen, Herr Kastberger. Heißer Scheiß? Nee. Oh. Aber das ist doch so Schwarz. Oder Schwarz. Also irgendwie, es ist je nachdem, wo man in Österreich ist, wenn man in Wien ist, und dieser Titel kommt ja von H.C. Artmann, dann heißt es, in Wien ist alles mit A und sehr lange Schaas. Schaas. Mussten Sie eigentlich viel diskutieren, um den Titel durchzukriegen? Gar nicht. Ja, ich glaube schon, ja. Aber ich kann mich da nicht mehr so genau erinnern eigentlich. Aber heißt er heißer Schaas oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube, er heißt heißer Scheiß. Ich schaue nochmal nach. Woran Sie sich aber auf jeden Fall erinnern, wahrscheinlich ist Ihre Diagnose der Gegenwartsliteratur. Sie sagen nämlich, hören wir doch bitte endlich mit dem apokalyptischen Totentanz um die Literatur auf. Eine so lebendige und heterogene Szene des Schreibens wie heute hat es in der Geschichte der deutschsprachigen Literatur niemals zuvor gegeben. Sowas möchte man doch wirklich häufiger lesen. Ich würde diese Frage jetzt sozusagen von der Literatur auf die Literaturkritik einmal drehen. Würden Sie das Gleiche über die Literaturkritik sagen? Na, ich muss mich zuerst bedanken, dass ich hier eingeladen werde als österreichischer Kritiker, männlicher. Offensichtlich gibt es in Deutschland keine deutschen männlichen Kritiker. Ich mache das gerne. Ich muss Sie aber enttäuschen, eigentlich gibt es in Österreich gar keine Literaturkritik. Also zumindest nicht als Profession. Also in Österreich werden Sie niemanden finden, der wirklich von Literaturkritik in einer ähnlichen Art und Weise leben kann, wie man in Deutschland vor diesem ganz anderen medialen Markt leben kann. Also Literaturkritik in Österreich ist ein Hobby. Und wie sehr oft wird dieses Hobby getarnt dadurch, dass man Staatspreise vergibt. Also man vergibt Staatspreise für etwas, was es gar nicht gibt und schafft es. Also man vergibt einen Staatspreis für Literaturkritik und gleichzeitig schafft man zum Beispiel ein Medium wie die Wiener Zeitung ab, wo Literaturkritik stattfinden könnte. Also ohne diesen Hintergrund des bundesdeutschen Marktes würde es weder eine österreichische Literatur in dem Ausmaß geben und auch eine österreichische Literaturkritik nicht geben. Und ich glaube eigentlich, dass die Literatur vielfältiger und heterogener ist als die Kritik, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse. Könnte man vielleicht irgendwie, die Insa wird sicher widersprechen, weil die widerspricht habituell all dem, was ich sage. Deshalb hat man mich wahrscheinlich eingeladen, nicht, weil ich bin ja auch gar kein Literaturkritiker. Also ich lebe nicht von Literaturkritik. Ich lebe davon, dass ich ein Literaturhaus leite und ich lebe davon, dass ich eine Professur habe. Ja? Und Literaturkritik ist das, was ich mir in manchen Augenblicken leisten kann, weil ich anderweitig abgestützt bin. Ne? Aber das ist hier vielleicht auch nicht so ganz rosig, wie es von Österreich aus ausschaut. Aber es gibt zum Beispiel ein viel größeres Feld an Kritik und ich glaube, das ist eigentlich einförmiger, wenn ich das recht so überblicke. Das ist eine Frage, die ich gern direkt an Mariam Aras weiterreichen würde, die sozusagen Bestandsdiagnose oder Bestandserfassung der deutschsprachigen Literaturkritik in Deutschland. Ist der Blick von Österreich aus zu optimistisch? Geht es den Literaturkritikern hier, Kritikerinnen, richtig, richtig gut und sie sonnen sich sozusagen in Geld und Anerkennung? Nein, ja, ich glaube, da ist der Blick aus Österreich doch etwas zu optimistisch. In Geld sowieso nicht, weil das ähnlich wie in der Wissenschaft ein Markt ist, der sehr viel mit Prestige bezahlt und weniger mit Geld an manchen Stellen. Das zum einen. Und ja, was die Heterogenität angeht, kann ich das nur unterschreiben, was Herr Kastberger gesagt hat. Die Literaturszene der Gegenwartsliteratur selbst ist um ein vieles heterogener als die Literaturkritik, auch eben die
professionelle oder gerade die professionelle Literaturkritik in Deutschland. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwelche KollegInnen, die Statistiken führen darüber, wie viele professionelle, wobei das natürlich fließend ist, Literaturkritikerinnen es gibt, die überhaupt davon leben können. Aber ich glaube, es sind nicht sehr viele. Also es sind wahrscheinlich diejenigen, die auf einer festen Redaktionsstelle in einem Feuilleton oder in einer Literatur- oder Kulturredaktion im Öffentlich-Rechtlichen sitzen. Und dann gibt es wirklich, glaube ich, nur eine Handvoll, eine flache Handvoll freier Kritikerinnen, die davon leben können. Du warst mal selbst eine davon, Mirjam. Insa und ich sind zwei davon, aber ich glaube, wobei ich auch immer noch einen Brotjob als Backup habe, den ich noch einige Tage im Monat ausübe. Genau, das ist vielleicht an dieser Stelle auch nicht ganz irrelevant. Und das zum Ökonomischen. Und was sozusagen die Heterogenität angeht, ist die Literatur eben der Kritik doch um einiges voraus. Also dadurch, dass es diese begrenzten Stellen gibt, das ist, glaube ich, das eine, und man einfach sehr schwierig da reinkommt. Und als Freie sowieso, also die Literaturkritik ist irgendwie ein sehr abgeschlossener Raum und es ist, erklärt einem ja auch niemand, wie man da reinkommt. Also es ist weder der klassische journalistische Werdegang bereitet einen unbedingt darauf vor und die Erfahrung nach einem literaturwissenschaftlichen Studium, dann Themenvorschläge zu schreiben und versuchen irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen bei Redaktionen als freie Kritikerin, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist unwahrscheinlich schwer. Und also du und ich sitzen jetzt sozusagen hier auf diesem Podium, Mirjam, aber ich glaube, gerade die Verteilung und der Zugang entlang der Linien von Race und Class ist extrem unzugänglich. Und da braucht es eben noch sehr viel mehr Arbeit und Veränderung, dass das leichter wird. Also die Literaturkritik ist wie so ein, um das zusammenzufassen, wie so ein Geheimclub von Weißen. Das wäre jetzt sozusagen die Essenz dessen, was du sagst. Wie es wahrscheinlich bei ziemlich vielen Berufen der Fall ist, die eine hohe symbolische Anerkennung mit sich bringen und eine niedrige ökonomische Anerkennung. Das muss man sich ja auch erstmal leisten können, diese Jobs zu ergreifen. Ich würde sozusagen eine kleine persönliche Anekdote noch einbringen. Als ich mal daran gezweifelt habe, dass die Literaturkritik Sinn ergibt in meinem Leben als Beruf, habe ich dir geschrieben, Insa, das ist sehr, sehr lange her und das war eine sehr bedeutsame Begegnung, und habe gefragt, wie geht das denn? Und dann hast du geschrieben, mit einem langen Atem und einer Mischkalkulation. Und das hast du gerade selbst auch gesagt, Mariam. Ganz viele Literaturkritikerinnen betreiben sozusagen Ämterakkumulation und haben viele Tätigkeiten nebenbei, nervenaufreibende Tätigkeiten. Gehen wir doch mal ein bisschen in Richtung der Utopie. Warum machen wir es sozusagen dennoch? Warum macht ihr es dennoch? Was ist vielleicht die Hoffnung, die ihr verbindet mit dem Sprechen über Bücher in der Öffentlichkeit? Ich muss ganz kurz eine Sache noch festhalten, weil es hier so schön aufgezeichnet ist. Sie haben alle gerade, sind Zeuginnen und Zeugen, dass Klaus Kassberger gesagt hat, er ist kein Literaturkritiker. Ich möchte, dass das am Wörthersee im nächsten Sommer wiederverwendet wird in der Debatte. Ja, schön, dass du das fragst, Mirjam. Ich glaube, dass ziemlich viele in der Literaturkritik der Idealismus treibt, würde ich sagen. Ich glaube, sehr viele, und ich würde sagen, zumindest wir vier, verstehen das Lesen von Texten und das Vermitteln von Texten und das Nachdenken über Texte und den Versuch auszudrücken, wie man Texte lesen kann, also selber dann auch darüber zu schreiben, als etwas, was
einem ermöglicht, sich in Beziehung auch zu außerliterarischen Bereichen zu setzen, mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Ästhetische Fragen sind in meinen Augen auch immer gesellschaftliche und politische Fragen. Und auch in Anknüpfung an den Tag gestern, eine tolle Möglichkeit, die wir in der Literaturkritik haben, sofern wir gelesen, gehört und gesehen werden, ist, dass wir selber für Sichtbarkeit sorgen können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, ich glaube, dass das Lesen, das kritische Lesen, und da könnte man vielleicht den Literaturkritikbegriff auch in die Zukunft verlängern, das kritische Lesen von Texten kann es einem leichter machen, gesellschaftliche Situationen zu verstehen, zu verstehen, wie Rhetorik funktioniert, zu verstehen, wo manipuliert wird und sich ein Stück weit dagegen zu wappnen. Und ich glaube, das sind Punkte, die reinspielen und die uns alle so brennen lassen und eben auch ringen lassen um dieses Feld der Literaturkritik. Und ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine sind die Produktionsbedingungen, die sind schwierig, unabhängig davon, ob man frei oder in einer Redaktion arbeitet. Um Jüngere nachzuholen, muss man, und der klassische Weg läuft über Hospitanz, Praktikum, man fängt an zu schreiben, man bekommt von älteren Kolleginnen erklärt, wie das speziell funktioniert, Literaturkritik und nicht Literaturwissenschaft zu schreiben. Dafür muss man Zeit haben, an Texten zu arbeiten. Das ist auch in Redaktionen nicht mehr gegeben. Und gleichzeitig sehe ich es nicht so pessimistisch. Ich glaube, es verändert sich gerade sehr viel. Das haben wir jüngeren Kolleginnen wie Miriam und Mariam zu verdanken. Und das sehe ich sehr optimistisch und darum müssen wir kämpfen. Ich habe meine Gäste im Vorhinein gebeten, mir Thesen zur Literaturkritik zu entwerfen. Die würde ich gern einmal kurz an der Wand sehen. Dafür müssten wir Mariam abschalten, aber sie bleibt zumindest akustisch noch bei uns. Und Mariam, du kannst dich jederzeit einfach einklinken. Können wir einmal die Literaturkritik für immer verändernden Thesen zum Status quo der Literaturkritik von Klaus Kasberger, Insa Wilk und Mariam Arras einmal an der Wand sehen, liebe Technik? Okay, wir überspielen das ganz kurz. Ich referiere mal eine These, und zwar eine These von Klaus Kasberger. Kaum etwas ist selbst, also genau, das muss man vielleicht als Anekdote in dem Fall erzählen. Also ich habe um Thesen gebeten und Klaus Kasberger schickt mir Aufsätze. Insa Wilke hingegen hat es sehr ernst genommen mit den Thesen, das werden Sie noch merken. Klaus Kasberger sagt, kaum etwas ist selbstverständlich in heutiger Literaturkritik und an ihren Funktionen in einer demokratischen Gesellschaft. Kritik wird zu einer ständigen Rechtfertigung ihrer selbst. Hat sie denn nichts anderes zu tun, als andauernd zu kämpfen? Vielleicht würde ich jetzt sozusagen, es wäre jetzt ein sehr einfaches Spiel, wenn Sie Ihre These erklären, aber ich würde mal zu Insa übergehen. Insa, jetzt sehen wir die Thesen. Das ist ein bisschen wie in der Schule, zu viel auf eine PowerPoint-Folie gepackt. Ich habe gerade die zweite These von Klaus Kasberger vorgelesen. Insa, was sind das für Kämpfe, die geführt werden in der Literaturkritik? Ich glaube, Kämpfe um Räume, würde ich sagen. Also und da sind wir dann wieder bei den Produktionsbedingungen. Das wäre jetzt das, was ich als erstes damit assoziieren würde. Wo haben wir den Raum, um auf eine Art und Weise zu versuchen, über Literatur zu schreiben, die der Komplexität literarischer Texte gerecht wird? In einer Sprache, die das möglich macht und auch in einer Sprache, die dem Publikum etwas zutraut. Und das ist, glaube ich, neben den Räumen ein anderer Punkt. Es gibt manchmal in meinen Augen insbesondere im Fernsehen irrige Vorstellungen vom Publikum. Man hat das sehr schön in einer neuen literarischen Fernsehsendung gesehen, die Sophie Passmann moderiert hat und die sich gezielt an ein jüngeres Publikum richten sollte und die ganze Zeit damit beschäftigt war, dem Publikum zu suggerieren, ihr lest ja nicht, wir versuchen jetzt möglichst einfach für euch zu sprechen und auch die Aufmerksamkeitsspanne sehr kurz zu halten. Und das jüngere Publikum war gar nicht begeistert davon, weil es sich missverstanden fühlte. Und diese beiden Dinge würde ich darunter verstehen. Stimmt's, Klaus, oder total falsch gelesen mal wieder? Total richtig. Ich fühle mich so verstanden wie noch nie eigentlich in Österreich. Ja. Ich werde überhaupt nach Deutschland übersiedeln. Wenn hier zwei Sätze als Essay durchgehen, dann ist es wirklich ein Traumland. Also das,
Sie sind sich dessen nicht bewusst, in welchem Paradies Sie hier leben irgendwie. Weihnachtsmarkt gibt es auch, da gibt es sogar Heringe. Auf keinem Weihnachtsmarkt in Österreich habe ich jemals einen Hering gesehen. Also es ist ein grandioses, tolles, super Land und auch politisch viel, viel weiter und emanzipierter und freiheitsliebender als Österreich. Und genau deshalb, weil es mir um Freiheit und um Möglichkeitsräume geht, bin ich überhaupt so etwas wie Literaturwissenschaftler geworden. Man hat ja gestern in dieser grandiosen Lesung auch gegen Ende hin gemerkt, dieses Gedicht von Ingeborg Bachmann und dieses Interview vorher, also da war ja im Raum merkbar, worum es um Literatur gehen kann und worum es auch um Literaturkritik gehen kann, nämlich andere Räume zu eröffnen, Möglichkeitsräume zu eröffnen. Und das finde ich ganz, ganz wesentlich. Und wenn Literaturkritik dazu beitragen kann, dass das an Literatur zu verstehen, dann hat sie ja auf allen Ebenen gewonnen. Und bei diesen gesellschaftlichen Einengungen, die es zusehends gibt, wird das immer wichtiger werden. Ja, deshalb sehe ich das eigentlich auch sehr positiv, dass hier noch ein Hebel ist, Dinge möglich oder wenigstens Dinge möglich als Denkraum zu eröffnen. Ja, und das ist eine eminent wichtige demokratiepolitische und gesellschaftspolitische Sache. Und Literaturkritik ist einer der wenigen Instrumentarien, wo das vielleicht auch noch so gut manchmal funktionieren kann. Ja. Was einen sehr optimistischen Blick auf die Literaturkritik als Form eröffnet, denn die Prognosen sozusagen, die oft geäußert werden, sind ja, wir wandern eigentlich von einer Kultur der kritischen Auseinandersetzung mit Texten hin zu einer Empfehlungskultur in der Literaturkritik. Also es wird viel mehr der Inhalt referiert, häufiger in Texten und weniger sozusagen eine Form von Symptomatisierung oder Kontextualisierung betrieben in der Literaturkritik. Naja, es kommt halt darauf an, These von, wenn man das schon alles drei Wörter von Insa Wilke, Form follows Medium, ja. Es kommt halt darauf an, wer wie kritisiert. Also Buchhändlerinnen, die mittlerweile aus keiner Jury mehr wegzudenken sind, die werden hauptsächlich das Interesse haben zu verkaufen. Ja? Und das ist sozusagen, ich habe nicht das Interesse zu verkaufen. Also mir bringt es nichts, wenn ein von mir empfohlenes Buch verkauft wird. Ja? Aber ich glaube, es ist auch die Kritik selber nicht mehr die Kritik selber ist so ein immens heterogenes Feld. Und wenn wir hier ein Podium zur Literaturkritik veranstalten, dann haben wir, glaube ich, eine sehr fixe Vorstellung von der Art der Literaturkritik, um die es hier geht. Und die Einladungspolitik ist ja auch in diese Richtung. Da geht es nicht um TikTok-Kritik, da geht es nicht um Buchhändlerinnen-Kritik, da geht es nicht um Elke Heidenreich-Lesen. Also das ist eine sehr spezifische Form von Literaturkritik, die eine lange Tradition hat und die aber nur ein ganz kleiner Teil des Feldes ist, das heute verhandelt wird in Medien auf unterschiedlichen Ebenen. Und die Medien, glaube ich, sind ganz wesentlich, die wir bedienen. Wir denken ans Feuilleton wahrscheinlich, wenn wir von Literaturkritik hier sprechen. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob Mariam was sagen will. Wir müssen immer aufpassen, dass wir dich nicht überspringen, Mariam. Sonst hätte ich eine Anmerkung. Nein, du kannst gerne zuerst, Insa. Wobei ich schon glaube, also ich finde auch der professionelle Beruf Literaturkritik, der ist wichtig und den sollte man auch, da werden Erfahrungen weitergegeben, es findet auch eine autodidaktische Ausbildung statt und darum finde ich wichtig, dass es schon einen spezifischen Beruf gibt. Gleichzeitig finde ich im Moment eigentlich ganz gut, dass sich die Felder öffnen, dass sich die Möglichkeiten öffnen, dass sich diejenigen, ich finde gar nicht Empfehlungskultur gar nicht so schlimm, solange es das andere auch gibt. Und ich finde auch gut, wenn unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Milieus, die halt lesen, auf ihre Art und Weise sprechen, solange es auf der anderen Seite, nämlich bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern, die Kompetenz gibt, einzuordnen, wer spricht da gerade wo und warum. Und dann, glaube ich, ist das alles eigentlich sehr begrüßenswert, dass es sich so vervielfältigt. Das Problem ist, dass gegenseitig sich bekämpfen. Das ist wie in allen Feldern das Problem. Warum kann man nicht akzeptieren, dass es eine Pluralisierung gibt mit verschiedenen Berechtigungen? Warum muss es gegeneinander gebracht werden? Ich glaube, wir dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen, gerade in diesen Zeiten. Im Gegenteil, wir müssen gucken, dass wir zusehen, dass das Lesen, dass die Bücher, dass die Schreibenden ihre Öffentlichkeit bekommen.
Ja, das kann ich, wenn ich da einspringen darf, kann ich eigentlich nur unterstützen, was Insa sagt. Und ich denke, es gibt eigentlich vor allem auch ein jüngeres Publikum, was gerne bereit ist, längere Texte zu lesen, was bereit ist, Rezensionsessays zu lesen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich denke, also es gibt, glaube ich, auch, da muss wahrscheinlich noch dran gearbeitet werden, dass es vielleicht etwas mehr Durchlässigkeit auch zwischen den Formaten gibt. Aber ich habe jetzt schon einzelne Laufbahnen sozusagen mitverfolgt, von Buchbloggerinnen auf Insta, die dann irgendwie doch in Radioprogramme reingerutscht sind. Und ja, das ist sozusagen eben auch eine Art dieser autodidaktischen Ausbildung. Im Idealfall, ich glaube nicht, dass das jetzt schon das irgendwie sehr Großschule gemacht hat, aber in Einzelfällen, und ich würde das, ja, kann das einfach nur unterstreichen. Ich glaube nicht, dass es da so eine große Konkurrenzhaltung unsererseits geben sollte. Andererseits können wir natürlich auch dafür sorgen, dass es vielleicht mehr Zwischentöne gibt. Also es muss nicht irgendwie so ein internalistisches, jetzt sprechen wir mal einfach irgendwie sein. Aber es geht vielleicht eben auch manchmal ohne so diesen alten klassischen Kritiker-Gestus. Das ist vielleicht auch etwas, das man sozusagen in diesem Gespräch im Hinterkopf haben muss, dass LiteraturkritikerInnen durchaus eine an Autorität verlieren in dem Zuge, in dem Autoritäten in dieser Gesellschaft zunehmend in Frage gestellt werden, also verkörperte Autoritäten, Macht in den Händen Einzelner. Und das, was man früher vielleicht mit der Person Marcel Rech-Ranitzky oder anderen verband, dass einzelne Kritiker die Hüter und Verwalter eines Kanons sind, das relativiert sich, glaube ich, zunehmend. Ich würde gern auf eine Frage eingehen, die oder ein Thema, das du gerade ganz kurz angeschnitten hast und das du, Mariam, in deiner These auch aufgegriffen hast, nämlich die Frage, wer spricht eigentlich in einer Kritik? Also gibt es das Ich eines Kritikers? Klaus Kasperger, bei Ihnen habe ich in den Texten öfter das Gefühl, sozusagen, Ihnen ist es wichtig zu sagen, wer spricht hier eigentlich? Als ich meine ersten Kritiken geschrieben habe für die FAZ, wurde mir immer das Ich rausredigiert. Und dann hieß es immer, nee, das macht man nicht. Das macht man vielleicht in Amerika, aber das ist doch hier geht es doch nicht um dich, sondern um das Buch. Also ich habe beim Falter, das ist nicht ganz die FAZ, in den 80er Jahren begonnen und dort gab es auch die Regel. Also ich durfte prinzipiell nicht vorkommen. Und aus diesem Grund habe ich immer versucht, subjektiv zu sein, ohne ich zu sagen. Nicht? Und ich habe es dann zu einer Meisterschaft gebracht mit diesen subjektiven Zugängen. Und ich komme ja eigentlich nicht von Homer und her, sondern von der universitären Literaturwissenschaft. Und was ich dort predige, ist immer: Sagt doch oder setzt doch Lektüreerfahrungen um. Also mir geht es eigentlich darum, auch in der Literaturwissenschaft als Ansatzpunkt für alle möglichen Analysen oder Auseinandersetzungen so etwas wie diese subjektiven Momente der Lektüre zu haben. Und die sind auch die Grundlage für mich, für das Betreiben einer vielleicht sich objektiv verstehen könnenden Literaturwissenschaft. Aber ohne diese Momente geht es einfach nicht. Und ob jetzt die FAZ, ob man ich sagen darf oder nicht, spielt eigentlich wenig Rolle. Man kann es ja auch anders. Aber ich glaube, diese subjektiven Momente sind total wichtig. Und das ist für mich schon auch die klassische Unterscheidung zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik. Und mein ganzes universitäres Leben habe ich eigentlich damit verbracht, diese Grenze aufzuheben. Und auch mein Professor, der Wendelin Schmidt-Dengler, der in den 70er Jahren schon, der war begeisterungsfähig, weil er die Begeisterung für Literatur rübergebracht hat. Und das ist die Grundlage für alles andere. Und insofern würde ich mir wünschen, dass diese Grenze nicht mehr so stark ist zwischen dem Seminarraum und dem medialen Raum, wo sich dann Kritik abspielt. Also ich glaube, dieses subjektive Moment, das braucht es ganz unbedingt. Und das ist ja das, was irgendwie dann überspringen kann auf andere. Ja. Aber vielleicht darf ich ganz kurz einhaken, weil man vielleicht dazu noch was erklären muss, weil du das in deinen Texten auch praktizierst. Also das Ich alleine genügt natürlich nicht. Man muss es dann wieder in eine Analyse
überführen. Und ich glaube, das ist das Missverständnis, was manchmal da ist. Ich hatte auch so einen Moment, als ich anfing zu schreiben, dass mir gesagt wurde, in einem Text, für den das Ich, weil die Position des Sprechens extrem wichtig war und Teil der Analyse, darum hatte ich es reingeschrieben und es wurde mir rausgestrichen von einem älteren Kollegen, der, ohne Ich zu sagen, sehr deutlich Ich sagt in seinen Texten. Und auf eine andere Art und Weise, als Klaus Kastberger es jetzt meint. Also das Ich ist in Ordnung, ob es nun als Pronomen da steht oder nicht, solange es eben dann wieder dahin geht, den Text zu analysieren und zu gucken, was macht der Text und nicht die pure Meinung zu sein. Aber vielleicht kurz, weil du sagst, das klingt natürlich bestechend, wir müssen Bündnisse eingehen und jede Form von Kritik ist gleichermaßen gut und jede, ob das eine Bewerbung oder ein Verkauf ist, aber du sagst ja selber muss. Nicht? Also es gibt ja, und wir haben das teilweise auch in Klagenfurt in der Jury gehabt, also Positionen von Kritikern, die eigentlich bei diesem Ich, bei der gefühlsmäßigen Reaktion auf den Text mehr oder weniger stehen bleiben. Ja? Und die so sagen damit, und wenn du sagst, es muss aber weitergehen, dann stellst du ja schon eine Hierarchie auf und glaubst irgendwie ganz, ganz insgeheim, dass deine Art, Literaturkritik zu betreiben, vielleicht doch die bessere ist. Natürlich. Als gegenüber der anderen. Nicht? Also, sehen Sie, das ist das Schlimme mit Klaus. Ja, aber da, ja, er horcht zu. Er hört dir zu. Da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, Mariam, bevor ich dich nochmal zu deiner These befrage. Würden Sie denn sagen, Herr Kastberger, das ist falsch? Also, dass wir sagen, eine Literaturkritik, die ein reines Geschmacksurteil ist, ist ehrlicherweise eine Schrottkritik. Also damit kann man doch überhaupt nichts anfangen. Das interessiert mich nicht, ob XYZ sagt, das gefällt mir nicht oder damit kann ich mich nicht identifizieren oder ich lese lieber XYZ. Da würden wir doch sagen, das ist einfach eine nicht gut gemachte Kritik. Naja, mich interessiert das nicht, weil ich immer sozusagen auch diese eigenen Empfindungserlebnisse irgendwie dann analytisch oder irgendwie aufgelöst haben möchte irgendwie. Das mag schon sein, dass das ganz gut ankommt und wenn irgendjemand in Weinen, in Tränen ausbricht bei jedem zweiten Text, einmal weil es so fürchterlich ist und einmal weil es so toll ist vor laufendem Publikum, dann wirkt es vielleicht gut und vielleicht lassen sich davon vielleicht sogar noch mehr Leute motivieren, das Buch zu kaufen oder nicht zu kaufen, wie wenn man jetzt lange einen Essay macht, eine Literatur. Wissenschaftlichen, aber also diese Art der Kritik, aber also ich bin auch nicht, also ich glaube, wir müssen auch sagen können und die INSA kann es ja auch sagen, warum wir diese Art von Kritik machen und das habe ich auch mit der These gemeint, dass wir uns in unserem eigenen Tun wirklich rechtfertigen müssen für das, was wir tun. Jemand, der nur weint oder der nur heult oder der bei der Tür rausrennt oder das Buch raushaut, der braucht ja sonst nichts machen, der braucht sich auch nicht rechtfertigen dafür. Der hat keine objektiven Gründe. Also diese Objektivierung, die finde ich ganz wesentlich, dass ich und andere das leisten, aber diese andere Form der Kritik, die ist ja auch im Vormarsch, nicht? Also irgendwie, die kann auch so bestehen, nur ich denke, irgendwo insgeheim, das denkt auch die INSA insgeheim, dass Ihnen als Publikum die Art, wie Sie kritisiert, natürlich besser gefällt, wie die von der, ich jetzt den Namen nicht sage. Ja, ja, es geht auch nicht um Einzelne. Mariam, glaubst du, deine Kritik gefällt dem Publikum, glaubst du insgeheim, deine Art der Kritik gefällt dem Publikum besser? Oh mein Gott, ich hab keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob ich das wissen möchte. Ich möchte ehrlich gesagt nicht weiter über diese Frage nachdenken, Miriam. Das war natürlich auch nur der Versuch, dich wieder reinzuholen, aber die eigentliche Frage, die ich dir stellen wollte... Genau. Okay, sorry. Du hast nämlich eben genau diese Frage der Objektivität oder der vermeintlichen Objektivität in deine These mit aufgenommen. Wo steckt deiner Meinung nach die Notwendigkeit zur Positionierung, wenn man so will, einer Kritikerin, eines Kritikers? Ja, ich denke, also dieses Ich, ob man es jetzt nun ausschreibt oder nicht, ist ganz, ganz essentiell, weil es mich doch oft verwundert, auch in Kontexten wie Klagenfurt, wenn dann irgendwie zur Ordnung sozusagen gerufen wird, jetzt nicht zu sagen, ich liebe oder ich mag, weil sich das doch, wenn wir so Hand aufs Herz, sich nie herausrechnen lässt aus unseren Kritiken. Wir verpacken es in der Regel irgendwie eloquenter, aber es ist eigentlich immer da, dieser Moment.
Und ich finde es manchmal schon etwas erstaunlich, nach irgendwie über 60 Jahren Poststrukturalismus und Sozialkonstruktivismus irgendwie an den Unis, wo wir doch alle wissen, dass wir uns unser Lesen, unsere Realität und unsere Sprache irgendwie zurecht konstruieren, dass das manchmal an der Literaturkritik noch vorbeizugehen scheint oder an Teilen, sage ich mal. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber natürlich auch ist das Werkzeug. Und da würde ich sowohl Herr Kasperger als auch Insel natürlich zustimmen. Diese Positionierung ist ganz, ganz wichtig. Und man darf und sollte sagen, natürlich was mir als Kritikerin gefällt. Und dann aber natürlich auch in der Lage sein, zu analysieren und eben zu schreiben, zu artikulieren, warum das so ist. Und da, denke ich, liegen dann natürlich auch manchmal so stilistische Unterschiede im Habitus von Kritikerinnen, wie man das veranschaulichen kann, wie das Handwerkszeug da sozusagen irgendwie je nach Lesebiografie und je nach Positionierung eben da ist. Und was da aber auch so wichtig dran ist und was, worauf du, glaube ich, hinaus wolltest jetzt mit der Frage, Miriam, ist natürlich, dass eine Lesebiografie und auch eine Erfahrung irgendwie als Mensch, als Lesende, nicht draußen bleiben, wenn wir lesen. Und dass zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, die wir machen, mich anders lesen lassen und mich Texte, je nachdem von wie sie geschrieben sind, eben anders lesen lassen, andere Aspekte in den Vordergrund treten lassen. Und deshalb ja, habe ich sozusagen auch in der ersten These noch diese relative Homogenität in der Literaturkritik, auch wenn ich da Insa recht geben muss, es gibt Bewegung, bemängelt, weil es natürlich irgendwie ein multiperspektivisches Sprechen über Literatur im Weg steht, wenn man sich nicht positioniert. Und ein Nicht-Positionieren heißt nun mal irgendwie heute in Deutschland und ich vermute auch in Österreich, meistens noch aus einer bildungsbürgerlichen weißen Perspektive zu sprechen. Und das kriegen wir eben nur auseinandergedröselt und sichtbar gemacht und irgendwann überwunden, wenn die Positionierung sozusagen auch irgendwo in einer Form hineingeschrieben ist, im Idealfall. Und es führt so dieses Manko an Multiperspektivität führt natürlich auch manchmal dazu, dass Literatur von BPOC-Autorinnen extrem eindimensional besprochen wird, dass sie manchmal entweder nur auf Diskriminierungserfahrungen hin besprochen wird oder dass zum Beispiel Referenzrahmen, ästhetische Referenzrahmen von Texten nicht erkannt werden. Und ja, von daher ist diese Positionierung als Kritikerin doch bedeutend in meinen Augen. Insa. Ja, ich habe da eine Nachfrage. Würdest du sagen, dass, also es geht ja auch um Biografie, also tatsächlich die persönliche Biografie und Herkunft und damit verbundene Referenzrahmen. Würdest du sagen, dass das tatsächlich nötig ist, in einem Text zu formulieren oder geht es nicht vielmehr darum, tatsächlich die Vielstimmigkeit zu ermöglichen? Also ich nenne ein Beispiel. Ich habe Ibu Diop, den Sie gestern erlebt haben, gehört, wie er bei Sharon Dudu aus O2's Festival Resonanzen als Literaturkritiker über Texte gesprochen hat mit einigen KollegInnen und er hat lauter Motive benannt und analysiert, die ich nicht gesehen hätte. Also zum Beispiel das Motiv der Haare habe ich da gelernt, wie er es in der schwarzen Literatur ästhetisch analysiert, was ich nicht wusste. Und das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir eine Vielstimmigkeit, verschiedene Stimmen in der Literaturkritik haben, was tatsächlich ja gerade eingeschränkt wird, zum Beispiel durch die Reformen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, die zum Beispiel dafür sorgen wollen, dass zu jedem Buch nur noch ARD-weit eine Rezension erscheint, was fatal ist, weil damit genau das aufgehoben wird. Also würdest du sagen, es kommt
auf die Vielstimmigkeit an, dass möglichst viele unterschiedliche KritikerInnen sprechen? Oder ist es tatsächlich wichtig, unabhängig davon, dass man seine eigene Perspektive reflektiert und damit auch vielleicht ein Gefühl dafür entwickelt, was man möglicherweise nicht sieht? Also wie meinst du das mit dem Positionieren in einem Text? Also ich glaube, im Endeffekt ist es natürlich beides. Hast du vollkommen recht, es ist wichtig, irgendwie viele Perspektiven. Entschuldigung. Man muss sagen, Mariam ist krank, das müssen wir vielleicht einmal sagen. Falls sie es nicht gemerkt. Es ist wichtig, viele Perspektiven. Das ist natürlich gerade das Interessante, viele Perspektiven auf ein Werk zu haben. Komme ich gleich nochmal, können wir vielleicht gleich auch nochmal in dieser Formdiskussion, die in deiner einen These steckt, Insa, drauf kommen. Das ist ganz wichtig, aber ich überlege gerade, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich deine Frage verstanden habe. Und dann glaube ich schon, dass es auch eben für eine Vollständigkeit, für eine Transparenz, auch für eben die Lesenden, die irgendwie interessiert sind und Literaturkritik gerne rezipieren möchten, ist es, glaube ich, schon auch wichtig zu wissen, die Lese, also die Biografie, Biografie oder Lesebiografie, das sind natürlich Dinge, die dann immer je nachdem relevant werden können in einem Text. Und wie du eben schon das in deiner Erfahrung dargestellt hast, je nach Kontext ist das dann relevant. Und ich glaube, das ist schon eine wichtige Information, die sozusagen dieses Zusammenspiel von einer ersten emotionalen Reaktion auf die Ästhetik eines Textes und dann auf das weitergehende Analysieren mit den Handwerkszeugen der Literaturkritik, dass das eben wichtig ist, weil auch wenn ich an mich den Anspruch habe, das zu tun in meiner Tätigkeit, wird das natürlich einen ganz anderen Output, als wenn Herr Kitzberger das tut. Und das transparent zu machen, ist meiner Meinung nach für den Literaturdiskurs und auch für ein gleichberechtigtes Sprechen zwischen Lesenden in diesem Raum, zwischen Lesenden, Kritik und AutorInnen, das nur fair. Möchten Sie direkt dazu was sagen, weil Sie angesprochen wurden, Herr Kitzberger? Ja, nein, das Thema, bei dem wir jetzt sind, interessiert mich am allermeisten an der ganzen Kritik und an der ganzen Literatur, nämlich wie ist es möglich, Heterogenität zu erreichen, der Literaturbetrieb insgesamt, also nicht nur die Kritik, sondern auch Verlage und so weiter, lebt ja, wie jeder Bereich, wo es um Kunst geht, extrem davon, permanent das Neue zu behaupten. Also das Neue wird eigentlich permanent produziert, ja, muss auch Saison für Saison produziert werden, weil das ist sozusagen ein ganz wesentliches Erfolgsprinzip. Und mich interessiert unglaublich dieser Zusammenhang der gesellschaftlichen Verfasstheit dieses Betriebes, ja, und der Möglichkeiten, die der Einzelne hat, so Durchlässigkeiten oder sowas zu erreichen. Und ich glaube, die Literaturkritik hat ganz gute Voraussetzungen, Heterogenität und Vielfalt zu erreichen, weil was machen wir denn in jeder einzelnen Literaturkritik? Wir versuchen doch, dieses Werk, um das geht, vor den eigenen Ansprüchen und vor den eigenen Hintergründen zu verstehen. Und das ist ja manchmal etwas ganz was anderes als ein 60-jähriger weißer Professor. Und sozusagen wahrnehmen zu können, dass Kunstwerke, Literatur gesellschaftlich bedingt sind und nur vor den Hintergründen zu bewerten sind, die sie selber haben und selber etabliert, heißt ja schon per se, dass niemand ein guter Kritiker oder eine gute Kritikerin sein kann, der das prinzipiell nicht versteht, dass es das andere ist. Und wenn ich das andere einmal gesehen habe, dann kann ich das, glaube ich, auch als
gesellschaftlich wertvolles Gut viel stärker schätzen. Also das klingt jetzt irgendwie sehr, sehr salbungsvoll und sehr, sehr katholisch, aber ich bin halt aus Österreich und ich glaube, es ist wichtig, darüber nachzudenken, darüber denke ich auch Jahr für Jahr in Klagenfurt nach, wo sind denn die machtvollen Player, die alles bestimmen und wo sind die Möglichkeiten und Räume, irgendwie etwas anderes wahrzunehmen. Was ist denn überhaupt ein guter Kritiker? Also irgendein guter Kritiker ist für mich jemand, der mir vielleicht auch einmal irgendjemals etwas nahegebracht hat, was ich noch nicht gekannt habe. Es gibt ja eine unglaubliche Gleichförmigkeit von Kritik auch. Es gibt wie auf Verabredung 30 Bücher der Saison, alle machen diese 30 Bücher. Also, und trotzdem gibt es irgendwie doch, wenn nicht in der Literaturkritik es diese Räume gibt, dann gibt es überhaupt nicht mehr, würde ich sagen. Ja. Ich habe mir vor vielen Jahren mal ein Buch gekauft, Einführung in die Literaturkritik, und interessanterweise war das einzige ernsthaft objektive Kriterium, was in diesem Buch stand, war, das muss gut geschrieben sein. Was ist denn ein guter Kritiker, Insa? Eine gute Kritikerperson oder ein guter Text? Also das würde ich jetzt nicht artifiziell trennen, weil die gute Kritikerperson zeigt sich in der guten Literaturkritik. Oder? Also und vielleicht noch im besonders eloquenten, in der eloquenten Anwesenheit auf einem Podium, aber. Also ich glaube, wir haben schon einige Dinge jetzt genannt, die dazu zählen. Und ich weiß nicht, das wiederhole ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Ich glaube auch, dass es wie bei einem literarischen Text so ist, dass auch bei einer Rezension man auch immer am Einzelfall gucken muss. Es gibt natürlich einige Kriterien. Erstmal, man muss sich eingelassen haben, glaube ich, auf einen Text. Damit fängt es schon mal an und das ist schon mal die erste Schwierigkeitsstufe, die nicht alle nehmen. Einlassen heißt auch erstmal versuchen, Thomas Brasch hat das so toll gesagt, alles vergessen, was man weiß, um dann anzufangen. Und ich glaube, das ist bei einer Rezension auch wichtig, das ist das, was Klaus vorhin gesagt hatte, warum das Subjektive so wichtig ist, die erste Wirkung wahrnehmen. Und wenn man wütend, aggressiv auf einen Text reagiert, nicht sofort sagen, scheiß Text, sondern erstmal überlegen, warum diese Reaktion? Was macht der Text? Wie lässt sich das beschreiben? Und dann eben auch zu versuchen, und da sind wir dann auch bei diesen, wieder bei den Produktionsbedingungen, zu versuchen, auf einem sehr engen Raum, den man hat, auszudrücken, wie man zu seinen Schlüssen kommt. Das ist ganz schön schwierig, unter Zeitdruck, mit wenig Zeichen, das unterzubringen. Wir haben Zeitdruck, deswegen muss ich dieses Podium jetzt elegant abmoderieren. Ich hätte vielleicht, weil wir mit den Thesen begonnen haben und sträflicherweise auch nicht alle besprochen haben, gern eine Hoffnung zum Abschied formuliert. Maria, magst du sagen, was wäre deine Hoffnung für die Literaturkritik? Du hast schon über Ressourcen gesprochen, sozusagen Öffnungen und Durchlässigkeiten und ein bisschen über Kanon. Vielleicht willst du dazu noch was sagen oder eine ganz andere Hoffnung formulieren? Ja, ich habe die Hoffnung, dass Literaturkritik, und da schließt sich der Kreis sozusagen wieder zum Anfang unserer Gesprächsrunde, warum wir das eigentlich machen. Ich habe die Hoffnung, dass Literaturkritik in ihren verschiedenen Formen nicht unbedingt, das ist ja immer so ein hehrer Wunsch, neue Leseschaften anspricht, sondern eigentlich den Wunsch, Leseschaften anzusprechen, die immer schon da waren und die sich aber auch, und das ist natürlich ähnlich wie in der Literatur, wenig gesehen gefühlt haben, wenig angesprochen gefühlt haben. Und ich habe die Hoffnung, dass wir sowohl eine Heterogenität an KritikerInnen als auch an Formaten haben werden, die möglichst viele LeserInnen, möglichst große Leseschaften und verschiedene Lesecommunities anspricht und Literatur auf eine Art eben vermitteln kann und vielleicht auch manchmal eben etwas erklären kann, wie es eben, sozusagen vielleicht jetzt noch nicht immer der Fall ist und wie es dann vielleicht manchmal etwas niedrigschwelliger, manchmal vielleicht etwas literarischer sich gestalten lässt. Vielen Dank, Herr Kasperger. Möchten Sie anschließen?
Ich habe jetzt so positiv über Literaturkritik schon seit einer Stunde gesprochen, dass sogar hier in Frankfurt die Sonne aufgegangen ist draußen. Ich glaube, wir sind in einer riesigen epochalen Umbruchssituation und vielleicht ist Literaturkritik eine der Möglichkeiten, damit umzugehen und uns das irgendwie ein bisschen erklären zu können auch. Ja? Und ich glaube wirklich, dass Literaturkritik vielleicht einer der wenigen letzten Bereiche ist, wo das auch vonstatten gehen kann. Und ich glaube, Literaturkritik und überhaupt Kritik und Kunst und Kultur werden auch deshalb im Augenblick als so etwas Relevantes angesehen, weil die Politik mit Sicherheit keine Antworten auf all diese Fragen hat. Ja? Und weil diese Räume, die aufgemacht werden in diesen Künsten, essentiell sein werden. Und vielleicht können wir in 20 Jahren sagen, wir sind da dabei gewesen und haben positiv dazu beigetragen, das noch halbwegs hinzukriegen. Also das wäre irgendwie das Schönste, was man sich vorstellen könnte. Ich nehme nochmal Bezug auf Ina Hartwig, die, von der ich auch viel gelernt habe und der ich viel verdanke. Und die hat, wenn mal wieder über die Krise der Literaturkritik geredet wird und wie alles schlimm und ausweglos ist, gesagt hat, hört auf zu jammern, macht euch an die Arbeit. Das ist eine Maxime, zu der ich immer wieder zurückkomme, wenn ich in das Tal der Depression versinke. Das andere aber ist, ich habe selber von Räumen geredet und dass wir Räume öffnen, offen halten müssen und uns schaffen müssen. Das andere, was glaube ich im Moment fast wichtiger ist, sind die Beziehungen. Mich macht zum Beispiel sehr hoffnungsvoll die Beziehung zu jüngeren Kritikerkolleginnen wie euch, aber auch zu älteren wie Klaus und Klaus habe ich kennengelernt in Klagenfurt und wir haben sofort angefangen, Autoscooter rhetorisch zu fahren. Darum darf ich das, glaube ich. Nein, aber tatsächlich, das ist das, was Aleida Aßmann gesagt hat, Erinnerungsbündnisse. Bündnisse sind im Moment wichtig und damit meine ich nicht kritiklos, sondern ich meine, sich gegenseitig zu stärken, sich zuzuhören und auch gegenseitig zu kritisieren und diese Kritik annehmen zu können und weiterdenken zu können. Das ist etwas, was mir Hoffnung macht, dass das möglich ist und dass es sehr viele Menschen gibt, die dafür bereit sind. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mariam Arras, Insa Wilk und Klaus Kasperger. Das war eine sehr bereichernde Runde. Vielleicht ganz zum Abschluss noch ein Wort der Dichterin Marina Svetajova, die gesagt hat, Kritik sei das absolute Gehör für die Zukunft. Das ging ein bisschen in die Richtung von dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Kasperger. Das nehme ich auch sehr gern mit in den Nachmittag. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank fürs Zuschalten. Mariam, gute Besserung wünschen wir dir, rufen wir dir aus Frankfurt zu. Danke und vielen Dank dir, Mirjam, und euch.